Welcome to Mr. Hilo. Und damit willkommen zurück in den Tiefen von Ilum im Tempel der Jedi bei Star Wars Jedi Fallen Order. Ich freue mich riesig, wieder dabei zu sein. Hier bei Mr. Hilo zocken wir jetzt gemütlich weiter. Wir müssen unseren Kyber-Kristall finden und sind in einem Tempel, den wir aus Clone Wars kennen. Ein Tempel, in dem die Jedi ihre Kyber-Kristalle finden. Jünglinge. Alter, das muss so kalt sein da, Mann. Boah, nee, das ist ja richtig eklig. Das ist ja richtig... Oh, wobei, so kalt kann, muss es gar nicht sein. Da ist sogar noch eine Kiste. Oder? Ja. Also, wir suchen hier neue Jedi-Kristalle, Kyber-Kristalle, mit denen wir unser Laserschwert dann im Endeffekt bauen können. Was gibt's denn hier noch so alles? Ultra cool. Also wenn man Clone Wars geguckt hat, kommt man ja richtig auf seine Kosten. Man sieht richtig viele coole Dinge, die man aus der ganzen Serie halt einfach schon kennt. Gehen wir ganz kurz mal hier hin. Das sah ein bisschen komisch aus hier. So als ob hier auch irgendwas wäre. Okay. Gehen wir da mal hin. Ich finde auch die Musik tatsächlich ziemlich cool. So richtig mysteriös, so ein bisschen Skyrim-mäßig. Ja, das habe ich mir noch fast gedacht, dass hier ein Echo ist. Jeder Pfad ist anders, Jüngling. Hüte dich vor deiner Wut. Wütender Jüngling. Okay, also hier war anscheinend ein Jüngling und der war nicht so happy mit dem, was passiert ist, oder nicht so happy, was er da als Aufgabe machen musste. Aber cool, auch hier wieder Machtpunkte gefunden, also für so Erinnerungspunkte quasi. Und jetzt geht's nochmal weiter. In der Folge, nämlich in Clone Wars nebenbei, um jetzt mal einen kleinen Funfact nebenbei zu geben. In der Folge Clone Wars... Unter Wasser drängt Hitze, aber hier oben ist es eiskalt. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Jedi können ihren Kyberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Genau. Das ist quasi die Zusammenfassung, das, was ich gerade sagen wollte. Also, in The Clone Wars passiert das Ganze dann so, dass gerade Jünglinge eben hierher geschickt werden und müssen einen Kyberkristall einsammeln. Der Kyberkristall, der findet aber die Jünglinge, der findet den Jedi und eben nicht andersrum. Ja, deshalb macht es das so unfassbar spirituell für einen Jedi, für einen Jüngling, für einen Padawan hier in diesen Höhlen, in diesen Kristallhöhlen, den Kyberkristall zu finden, mit dem dann letzten Endes das Lichtschwert konzipiert wird. In der Folge selbst ist es natürlich super spannend gemacht und ja, schauen wir, ob es für uns auch spannend ist. Danke, BD. Geoden. Reich an geologischen Vorkommen wahrscheinlich. Ein kleines Beben. Alles in Ordnung. Hier zum Beispiel sehen wir mal so ein bisschen die Kristallwelt. Hoffentlich hält das. Wäre schön, ja. Easy. Ja, mir gefällt auch das Gimmick von diesen Säulen. Die Säulen stellen nämlich so ein bisschen den Kyberkristall dar. Also, Kyberkristalle sind ja sehr zackig, kantige... Oh mein Gott, Alter, was war das denn jetzt? Ja, cool. Ja, Hammer, was ist das denn? Was ist das denn für eine Kacke? Fest dran geknallt, ja, dass man da sowas macht. Ist klar. Der Ruf wird stärker. Beeilung. Stärker. Da oben sehen wir das Funkel. Also der Kyberkristall ruft tatsächlich nach uns. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach nur sowas. Wir gehen trotzdem mal ganz kurz hier hin. Gucken mal, ob das jetzt unser Durchgang ist. Da war jetzt gerade ein Meditationspunkt. Was sind sie? Wir haben die uns gefunden. Auf
Vielleicht sollten wir doch schnell speichern. Wenn das jetzt der Fall ist. Da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal rein. Ich nehme stark an, da ist noch irgendwas. Oder war das jetzt einfach nur quasi so ein kleines Gimmick? Also einmal kurz abgespeichert. Wir gehen da nochmal hoch. Und R3 untersuchen. Sieht an, als wären überall Geister. Nein. Also Geister. Geht das nicht. Es ist schwer hier zu sein. Danke dir. Hört ihr das? Also es ist auch richtig jetzt so ein bisschen so Mindgames, Psychogames. Also hier geht es jetzt explizit darum, auch extrem zu finden, sich selbst zu finden. Das ist die Aufgabe eines Jedis, wenn er hier ist. Sind echt gemein. Also, ihr seht hier auf jeden Fall. Alter. Wir haben ein Problem. In den Höhlen sind Suchdroiden. Sie können uns doch keinen Tracker verpasst haben. Aber Triller hat schließlich auch deinen Funk gehackt. Chris und ich durchsuchen die Mantis. Danke. Gut, was natürlich auch sein kann, ist, dass hier diese Kristallhöhle. Geh kein unnötiges Risiko ein. Also ich könnte mir eben auch vorstellen, dass hier eben diese Kristallhöhle, dadurch, dass es halt eine ehemals Jedi-Höhle ist, möglicherweise natürlich auch deshalb so interessant ist, weil natürlich viele junge, machtbegabte Leute hier dann auch quasi hingerufen werden. Also der Ruf für sie ist auf jeden Fall da und stärker. Wo geht's denn jetzt hier eigentlich lang? Ich will hier alles erkunden. Alles muss erkundet werden. Hier kamen wir gerade her. Hier konnten wir weiterlaufen. Das machen wir jetzt auch. Wir laufen jetzt mal da weiter. Ui, das war wieder mal richtig knapp. Ja, ich nehme aber auch stark an, es könnte auch einfach sein, dass das Imperium generell diesen Tempel hier auf Illum überwacht. Ich sehe sein Licht. Beispielsweise Anakin Skywalker alias Darth Vader weiß ja zumindest, dass dieser Tempel hier existiert. Was ist das denn? Hallo, was? Wo läufst denn du jetzt lang? Was ist das denn? Sieg. Haben wir mal wieder das Auge rausgehauen. Was ist das, CD? Ganz kurz was gucken. So, bin wieder da. Also, was ist das BD? Wir haben wieder irgendwas gefunden. Hier sind wieder schön heiße Quellen. Wir schwimmen mal ein bisschen hier rum. Aber ich glaube, den größten Teil haben wir gefunden. Gut, hier kommen wir natürlich so nicht durch. Was ist hier? Ah ja. Mal wieder richtigen Riecher gehabt. Also wirklich cool gemacht. Wirklich, wirklich, wirklich cool gemacht, muss ich sagen. Illum, ganz außergewöhnlicher Planet. Ihr merkt, hier gibt es auch Hitze. Also vulkanische Hitze. Das macht es natürlich echt ziemlich interessant, muss ich sagen. Also das ist natürlich bei Illum schon auch irgendwie sehr, sehr, sehr cool gemacht. Wir gucken jetzt hier mal ein bisschen, was wir hier so finden. Da drüben müssen wir auf jeden Fall weiter. Kyberkristall. Geile Nummer, geile Nummer. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier hinkommen, muss ich ehrlich gestehen. Deshalb, ich muss auch wirklich mal ein dickes, fettes Shoutout an die Macher des Spiels geben. Super, super cool. Hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche es. Okay. Das klang eher nach einem Ungläubigen. Boah, da wird mir selbst ganz kalt. Bitte, komm bloß nicht näher! Bitte! Ja!
Oh no, unser BD ist weg. Wow, was ist das jetzt? Hallo? Haben wir irgendwie keinen Stim oder wieso können wir hier nicht tauchen? Hallo? Wir haben doch extra so ein Tauchgerät. Ah, jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Einspieler unserer Vergangenheit. Nein, kommt's nicht. Vertrauen. Das war irgendwie süß. Wir helfen uns selbst. Unser junges Ich hilft uns. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl, alter Freund. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert. Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel.
vielleicht. Noch gibt's eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Komm schon. Leute, ich brauche mal kurz eine Minute. Ach du Kacke. Was macht dieses Spiel mit mir? Hey, ich sitze hier fast heulend rum, wenn ich sowas sehe. BD-8 ist ja mal mit Abstand der coolste Mensch coolste Droide überhaupt. Unfassbar. Unfassbar. Wir können die Farbe wechseln. Wir können ganz viele Farben machen. Ich denke. Was haben wir hier noch? Ist halt so grün. Ne, wir nehmen so ein bisschen das hier. Wir wollen weggehen von unserem blauen Lichtschwert. Wir werden jetzt zu einer Tempelwache. Ähnlich wie Ahsoka Tano, wohlgemerkt. Tada! Neue Trophäe erhalten! Aus zivilisierteren Tagen. Unser Lichtschwert ist da. Wir haben das Lichtschwert jetzt in Ahsoka Tano Tempelwachfarben. Sehr, sehr cool. Und direkt wieder völlig nicht zivilisiert und einfach irgendwo hingerannt und irgendwas zerstört. Alter, was war das denn für ein Story-Input? Also sorry Leute, ich muss echt gestehen, mich hat das wirklich ziemlich mitgenommen. Ich fand das wirklich gerade ziemlich, ziemlich schön, das alles zu sehen. Hier hinten ist noch ein kurzes Echo. Bedenke, Padawan, du wählst deinen Kristall nicht, er wählt dich. Genau, also Kristall von er wählt dich und ja... Das war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich emotional, was wir hier gerade hatten. Wir haben jetzt ein geteiltes Laserschwert. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir werden jetzt hier meditieren. Wir werden die Folge an der Stelle beenden. Wir haben ein neues Laserschwert, Leute. Absolut geil. Storytechnisch brutalst umgesetzt. Und ich denke, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.